Ja, es wird ja immer die Frage gestellt, wie die Portabilität in der pauschalmodierten Unterstützungskasse oder in der Unternehmenskasse geregelt ist. In der Unternehmenskasse gibt es grundsätzlich eine freiwillige Portabilität. Also wenn der neue Unternehmer das Ganze übernehmen will und der Alte bereit ist, das freizugeben, kann auch portiert werden, kann der Anspruch auch übertragen werden. Man muss sich aber überlegen, warum überhaupt Portabilität eingeführt wurde. Portabilität wurde eingeführt, weil bei Versicherungsverträgen der Betrag erst einmal lang negativ beginnt, dann man irgendwann aus den Kosten herauskommt und dann langsam irgendwo die Nulllinie erreicht hat. Wenn man dann kündigt, beim nächsten Arbeitgeber anfängt, fängt man wieder mit einem deutlichen Minus an. Das soll mit der Portabilität vermieden werden und es wurde einfach zur Auflage gemacht, dass ein Vertrag bzw. das Guthaben daraus übernommen werden kann und weder die Versicherung noch der Makler sich hier durch Kosten bedienen kann. In der pauschalnotierten Unterstützungskasse wird jeder Euro vom ersten Euro an verzinst. Hier gibt es keine Verluste für den Mitarbeiter am Anfang und natürlich auch keinen Grund für eine Portabilität. Das Einzige, was passieren kann, wechselt ein Mitarbeiter zu drei Arbeitgebern hintereinander oder zu fünf oder sechs. Jeder hat eine pauschalnotierte Unterstützungskasse, dadurch am Schluss fünf verschiedene Renten. In der Summe kommt genau auf den Cent das Gleiche raus, bei gleichem Umwandlungsbetrag und gleichem Zins, wie wenn er das bei einem Arbeitgeber gemacht hat. Er hat halt dann fünf Überweisungen auf sein Konto. Aber ein Grund für die Portabilität besteht nicht.